Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind ja hier immer noch in diesem Castle Greenhall, glaube ich, hieß das oder so. Und hier fehlt ja noch ein Gang, den wir noch erkunden dürfen. Irgendwo. So, irgendwo war das ja. Genau, hier irgendwo war das. Ja, da. Da haben wir den. Der noch fehlt. Da wollen wir jetzt mal hin. Weil wir müssen ja, oder wir wollen ja alles looten. Wir wollen hier nichts verpassen, was wir finden. So, den haben wir auch noch mitgenommen. Oh. Komm her. Oh, zwei Stück sogar. Das war jetzt interessant, das gleich zwei. Der gibt plus 7, der hier aber plus 13. Nehmen wir mit, aber verkaufen den dann. Dann war es das jetzt mit dem Dungeon. Hier haben wir alles erledigt. Können wir das endlich mal abgeben? Vielleicht haben wir endlich das Vertrauen der einen Gilde da. Verdient uns, keine Ahnung. Ach, hier. Ist hier eine geheime Tür? Weil ich höre hier immer noch diese Orks. Ich sehe bisher keine Geheimtür. So, dann eben schnell wieder zurück. Ab in unsere Gilde. Okay, dann. Schnellreise zurück nach Wayrest. So. Oh. Wir wollen wieder hunten, jagen. Okay. So, dann einmal ganz kurz das hier machen. Tut mir leid, ihr müsst aber gerade dran glauben. Du auch. Das müsste jetzt reichen, ne? So, und die beiden wieder. So, wir sind aber immer noch normaler Citizen. Ich meine, das ist gut. Wo sind wir jetzt? Ach, okay. Wir können hier eben auch noch schnell verkaufen gehen. Vielleicht hat er auch wieder. Ach so, wir müssen erstmal 3 Stunden warten. So. Sell, komm. Hier hat er nichts. Boah, das ist wieder sehr viel, was wir hier haben. Alter. 16.000 kriegen wir jetzt einfach mal. Aber guten Stuff hat er immer noch nicht. So, wo haben wir den? Da im Süden haben wir den nächsten Laden. So, der müsste jetzt hier irgendwo sein, oder? Da. Was können wir dem verkaufen?
Das hier zumindest. Die Dinger. Die Unterhose können wir denn verkaufen. Nice. Hier hat er nichts. Okay, schade. So, nächster Laden. Oder die nächsten beiden Läden, die da vorne sind. Ich wollte schon sagen, wo ist die Musik hin? Ah, hier. Da sind sie schon. Ich hoffe, der hat auch noch was Gutes bei. Warum hat er nicht noch einen größeren davon oder sowas? Boah, dieser Geruch da. Spiel schon zu lange, glaube ich. Komm, wir schauen nochmal hier. Also diese Soundruckler meine ich. Ah ne, hier können wir nichts mehr verkaufen. Also, zu weit weg. Okay, schade. So, dann da oben. Ne, das ist die dunkle Bruderschaft. Da wollen wir jetzt erstmal noch nicht hin. Ich muss aber auch sagen, die dunkle Bruderschaft ist eigentlich eher langweilig hier. So, dann hier können wir die Ingredients verkaufen. So, weg damit. Und damit auch weg. Also ich glaube, das, was so viel wiegt bei uns im Inventar, ist das Geld. Gerade. Ja. Das Gold. 54,09 Kilo. Schleppen wir gerade mit uns mit. Aber wir gehen in die beiden Läden auch nochmal kurz rein. Vielleicht haben die bessere Ware für uns. Mithril Dagger. Nee, danke. Und der? Nope. Und hier auf Nope. Egal, dann ab nach Norden. Wir haben alles verkauft. Dann einmal kurz Quest abgeben. Dann Geld einlagern. Achso, erst dann vielleicht zuerst Geld einlagern und dann Quest abgeben. Wie spät haben wir es? Gleich 11 Uhr, okay. So, ja, hier haben wir. Und die Bank. So, Banking. So, 2, 1, 6, 3, 4. Und jetzt sind wir schon bei 200, fast 220.000 Gold. Das speichern wir mal, würde ich sagen. So, jetzt müsste es aber auch spät genug sein. 11 Uhr. Dass wir hier rein können.
So. Maybe you are not as bad as they say, Maxdeus the Second. You have earned a bit of respect with this knightly order. Let me see what task we have available. Komm, wir machen nochmal den Traitor. You are not yet a trusted member of our knightly order, Maxdeus the Second. However, I think I know a way you can earn our trust. Where is a traitor in the order? Ja, ja, das. Okay, das lese ich nicht nochmal komplett. The traitor is a knightly, ja. Okay. So, dann schauen wir mal, wo ist denn das jetzt wieder? Ja, slinking around the cable of Morgan. Suchen wir mal. Cable of Morgan. Sogar das erste. Nice. Und da hinten. So. Save Game wieder auf die 4. Und rein da. Und nochmal ein Save Game auf die 2. Okay, das ist jetzt neu. Okay, der hat nichts. Ich habe aber auch irgendwas lachen gehört und... Okay, das Geräusch war auch interessant, wenn ich da drauf klicke. Oh, hallo, eine Nymphe. Ah, ich mag die Nymphen. Die gefallen mir hier. Aber ist das jetzt alles? Gibt es hier eine geheime Tür? Irgendwie, irgendwo? Ja, da unten gibt es eine geheime Tür. Aber gibt es die auch hier? Ich höre hier noch mehr Nymphen. Jo, hier. Okay, interessanter Dungeon. Der ist wirklich neu. Die Nymphen sind wahrscheinlich hier. Da ist er ja. Na, der Traitor, der muss sich hier richtig wohlfühlen, ne? Mit so vielen Nymphen. Ich finde es schade, dass die Nymphen mich eigentlich umbringen wollen. Jo. Der hat auch nichts. Aber es sind auch sehr viele Atronachen hier. Ah! Das sind Teleporträume. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Komplett anderer Bereich. Ich muss gegen die Dinger einfach nur gegenlaufen. Gibt es hier einen Geheimgang? Bisher nicht. Ah, von hier kam ich. Ich gehe jetzt ja auch noch weiter. So.
Oh, hallo. Na, du? Okay, beide führen nach oben. Also bei dem Dungeon werde ich mich definitiv nicht beschweren. So viele Nymphen, wie wir haben, gefällt mir auf jeden Fall. Die gefallen mir nicht. Zu viele Atronachen. So, wo kommen wir hier jetzt an? Ah, toll. Hä? Okay, und was bringt mir das? Habe ich irgendwo noch einen anderen Teleportpunkt? Oder habe ich irgendwie einen Weg übersehen? Und unten gab es noch irgendwie einen Weg weiter. Hier bin ich wieder falsch. Hier bin ich falsch. Genau, hier nach oben. Oh. Lass mir raten, du bist der Traitor? Nein. Aber Nightblade immerhin. Komm, wir gehen mal hier rein. So, eine Nymphe weniger. Bin schade. War hier nicht gerade noch ein Gegner? Okay. Wir sind jetzt hier. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir von hier jetzt weiter? Ah, hier ist eine geheime Tür. Hier. Okay. Das finde ich jetzt auch interessant. Muss ich zwar springen, aber... Der kann uns eh nichts tun. So, den können wir nicht. Wo sind wir jetzt? Hier oben. Noch mehr Loot, nice. Und noch ein Teleport-Ding. Irgendwo müssen wir doch wieder zurückkommen, oder nicht? Ah, toll. Wir sind wieder hier gelandet. Gibt's hier kein andere Möglichkeit? Warte mal.
Kommen wir von hier wieder hierhin? Zu dem? Nein, leider nicht. Irgendwie müssen wir doch zum Ausgang wiederkommen. Hier war es nicht. So, hier, wo geht's hin? Genau, hier war ja ein Teleporter, der uns hierhin führt. Und hier war ja schon da zu Ende. Vielleicht ist hier noch ein Geheimgang. Nein, ich sehe keins zumindest. Na komm. Ja, bleibt mir nichts anderes lieber, als hier nochmal hinzugehen. Und einen anderen Teleporter suchen. Aber immerhin wissen wir jetzt, wofür die Dinger da sind. Ne, dem waren wir ja gerade. Hier gab es aber noch einen Weg hierhin. Okay. Ah, stimmt, jetzt sind wir wieder hier. Gibt es nur diesen einen Teleporter, die miteinander verknüpft sind? Also diese beiden da. Von hier aus, wo ich jetzt bin. Oder gibt es hier vielleicht doch noch eine Geheimtür? Ja, irgendwo muss ich jetzt noch rauskommen, oder? Wenn ich hier jetzt nach unten gehe. Und hier jetzt reinspringe. Passiert nichts. Ist auch keine Geheimtür da. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, wie komme ich hier jetzt wieder raus? Okay, jetzt sind wir hier. Der bringt uns dahin. Der ist mit dem hier verknüpft. Mit wem ist der verknüpft?
Da waren wir gerade. Und das hier führt hier dahin. Und der bringt uns hier hin. Und der hier bringt uns hier hin. Ne, wir gehen mal den anderen Weg. Ah ne, hier ist ja nichts. Gibt's hier keinen anderen Geheimgang, der uns weiterführt, von hier rausbringt? Es geht ja nur hier hin. Hier vielleicht ein Geheimgang, eine geheime Tür, irgendwas. Oder hier. Irgendwas, bitte. Der führt uns ja nur wieder dahin. Aber ich sehe jetzt keinen Weg, irgendwie rauszukommen. Hier ist ja auch nicht einmal eine Geheimtür. Okay, wenn wir jetzt hier durchgehen, kommen wir hier an. Und dann gehen wir wieder diesen einen Weg hier runter. Diesen hier. Oder warte. Wir waren hier noch. Da ist noch eine Geheimtür. Der könnte uns weiterbringen. So, ne? Wo war das? Hier war das. Da ist ja noch ein Weg. Irgendwo ist hier eine Geheimtür. Aha. Wie mache ich das hier jetzt? Hier hinter ist... Hier hinter ist auf jeden Fall diese Ziegelwand. Irgendwie muss ich da rankommen. Ich weiß nur nicht wie.
Vielleicht hat es mit diesem einen Artefakt zu tun, die wir vorhin gesehen hatten. Das eine glänzende. Hier höre ich ja auch die ganze Zeit Nymphen. So, wenn wir hier jetzt nochmal hingehen, durchgehen. Und dann den Weg nochmal von vorne. Ich hoffe, es hat jetzt was gebracht. Ah, komm hoch. Und dann, wenn wir hier nochmal durchgehen. Und dann hier entlang. In den Raum. Hat nichts gebracht. Ich würde sagen, ich mache mal kurz hier ein kleines Päuschen und google mal, wie man hier rauskommt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe folgendes Problem. Ich finde keine Lösung dafür. Weil es für diesen Dungeon keine Lösung gibt. Also, zumindest nicht direkt. Das heißt, ich muss irgendwie einen anderen Weg finden, um hier wieder rauszukommen. Und mal mir alles genau unter die Lupe nehmen. Vielleicht ist hier auch irgendwo ein Hebel, ein Schalter oder sowas versteckt. Ansonsten werden wir hier feststecken oder ich muss neu laden. Und das hoffe ich eher weniger. So. Ich höre dahinter auf jeden Fall welche. Ich will zu den Nymphen. Lass mich doch einfach zu den Nymphen. Ich will wieder hier hin, ja? Ich will das da machen. Den Weg. Aber es bringt mir gar nichts hier. Hier kamen wir, also dann da. Damit kann ich auch irgendwie nichts machen. Hoppla. Also außer nur da durchlaufen, der mich dann jetzt hier hinführt. Genau, hier hin. Und hier kann ich nur nach da oben. Was ist denn damit? Der schwebt ja so schön. Ich glaube, hier werden wir jetzt erstmal feststecken. Hier ist ja auch gar nichts. Nichts versteckt oder so. Ein bisschen durchglitschen können wir, okay. Um alles zu sehen, aber... Oder möglichst viel zumindest. Einmal angeklickt. Ich hoffe wirklich, das hat irgendwas jetzt gebracht.
Irgendwas, bitte. Ich will hier raus. Also ich will hier weiterkommen zumindest. Und nicht in diesem Kreis hier jetzt feststecken. Der hier wird uns nämlich wieder dahin bringen, nämlich, genau. Und da wollen wir eben nicht hin. So, aber der führt uns einfach wieder ganz normal dahin. Und das will ich nicht. Hier gibt es auch keinen Geheimgang. Gar nichts. Und wenn wir hier jetzt durchgehen, dann waren wir ganz normal wieder hier hin. Wie kommen wir hier jetzt weiter? Wie kommen wir hier raus? Ich kann gar nichts machen. Hier gibt's auch gar nichts irgendwie. Kein Weg, ich sehe nichts. Keine Möglichkeit. Fehlt mir vielleicht ein Zauber, soll ich das verbrennen? Muss ich Zaubersprüche lernen? Ja, okay, dann würde ich sagen, wir laden nochmal neu. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tut mir leid dafür. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.